NBA-Video, die dritte auf Odds-pedia. Herzlich willkommen. Wir schauen uns am heutigen Sonntag an. 8 Spiele der NBA, die aktuelle Tabelle, die Stats, Leaders und haben hoffentlich den ein oder anderen erfolgreichen Tipp dabei, so wie letzte Woche. Bis gleich. Odds-pedia, the Sports Betting Community. Genau, und mit der Tabelle würde ich gleich anfangen. Schauen wir mal, bevor es Toronto Raptors mit den Brooklyn Nets in gut 8-9 Stunden zu tun bekommen, daheim in Kanada, auf die aktuelle Tabelle im Westen. Da gibt es für mich 2-3 Überraschungen. Also erstens, keine Überraschung, dass Golden State und Utah weiterhin vorne weg marschieren. Warriors hätte ich vor der Saison nicht so gut vermutet, aber der Saisonstart ist definitiv geglückt und heute geht es auch noch gegen die Houston Rockets, da ist ein 8-1 drin. Utah auf der 2, die erwarte ich da oben, Phoenix hat sich mittlerweile wieder rangepirscht und Dallas überrascht mich mit 6 Siegen und 3 Niederlagen auf Platz 3. Ihre Gegner waren teilweise nicht die besten, aber trotzdem finde ich, dass sie vom Spielstil viel schwächer sind, als der momentan dritte Tabellenplatz sagen würde. LA-Teams beide noch außerhalb des Playoff-Rankings bzw. im Play-In-Tournament. Und danach geht es eigentlich mit den Trash-Teams los. Timberwolves, Spurs, Thunder, Rockets und Pelicans. Und dann gibt es noch einen ganz kurzen Blick im Osten. Was tut sich denn da? Hier ziehen wir es mal hoch. Die 76ers weiterhin auf der 1 mit den Miami Heat, die sich dieses Jahr wieder gefangen haben, nachdem sie ja letztes Jahr nicht mehr mithalten konnten. Bei dem großen Playoff-Run gab es ja den 4-0-Niederlage in der ersten Playoff-Runde. Aber jetzt haben sie sich mit etwas neu formierten Team wieder gefangen. Das passt die Edition von Kyle Lowry vor allem sehr gut. Und deshalb gibt es einen sehr verdienten zweiten Tabellenplatz. Die Chicago Bulls, mein neues Favorite-Team im Osten. Oder was heißt Neues? Eher das neue Alte. Denn über Jordan sind ja viele und Pippen und Rodman in die NBA gekommen. Brooklyn 4, New York 5, die beiden New York Teams und dann auch die Wizards mit 6 Siegen und 3 Niederlagen. Cleveland Cavaliers, wow, 6 Siege, 4 Niederlagen, auch nicht schlecht. Und außerhalb der Playoff-Plätze haben wir mit den Bucks, Celtics, Hawks 3 Teams, die da definitiv noch ein Wörtchen mitzureden haben, auch im Kampf um den Heimvorteil. Auch möchte ich mit euch schauen auf die aktuellen Stats-Leaders. Da haben wir ja ein paar andere wie üblich. Also hier bei den Top 5 sehen wir Kevin Durant, der gehört da schon hin. Paul George auch mit starken 27,9. Antetokounmpo auch immer weit vorne dabei. Aber DeRozan mit 26,8 sehr gut. Und Zach LaVine auch Chicago Bulls 26,4. Und das lässt sich doch schon sehen. Steph Curry noch nicht dabei und Damian Lillard, die ja ganz gerne eigentlich immer Top 3 in der NBA sind, tun sich auch gerade mit den Dreierquoten derzeit schwer. Lillard mit unterirdischen 25% ungefähr und auch Curry deutlich unter den 40. Sehr untypisch, aber in der NBA hat es dieses Jahr einen Ballwechsel gegeben. Von der Marcus Ball, den ging es auf Wilson und mit dem Ball kommen alle anscheinend beim Werfen noch nicht so gut zurecht. Auf jeden Fall die Quoten deutlich unter denen des Vorjahres insgesamt. Und man sieht auch, wir haben nicht so die hohen Highscoring-Games. Vielleicht hat das auch ein bisschen was mit den Bällen zu tun. Wer weiß das schon. Rudy Gobert, der ist eigentlich immer vorne, wenn es um die Rebounds geht. Starke 16 Bälle pflückt er. Und sonst haben wir den Season-MVP vom letzten Jahr, Nikola Jokic, mit 13,4 auch dabei. Blocks, Miles Turner, auch da war letztes Jahr lange, lange mit fast 4 Blocks pro Spiel vorne, jetzt mit 2,7. Und Chris Paul gibt vor allem Assists, punktemäßig ist er nicht so gut dieses Jahr, aber mit 12,1 stark. James Harden eine 9, Trae Young eine 9,6, Lillard 8,5 stark. Und wir sehen nicht, Russell Westbrook wird wahrscheinlich dieses Jahr im Team mit den LA Lakers nichts mit seinem weiteren Triple-Double-Schnitt. Von daher muss es sich für ihn wahrscheinlich erst dann lohnen, wenn die Lakers Meister sind. Aber wir sind jetzt erstmal in Toronto angekommen gegen die Brooklyn Nets. Bei den Nets fehlt weiterhin der gute Kyrie Irving, der sich ja nicht impfen lassen möchte. Und deshalb gibt es ein Verbot, in Hallen zu gehen in New York, wenn du nicht geimpft bist. Das heißt, ja, nicht ganz so gut. Und dementsprechend ist er auch bei den Nets komplett auf der Inactive List, weil sie möchten ihn ja nicht auswärts mal spielen lassen, mal nicht. Also verzichten sie lieber ganz auf ihn. Die Raptors weiterhin ohne Siakam. Er wird wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Wochen wieder dabei sein. Aber es läuft insgesamt gar nicht so schlecht. Siege gegen die Wizards, Knicks, Pacers, Magic, alles Teams im Osten in den letzten
Tagen und eine ganz, ganz knappe Niederlage gegen überraschend gute Cleveland Cavaliers. Und bei Brooklyn läuft es auch nach holprigem Saisonstart mit den Pistons. Zweimal haben sie natürlich keinen so guten Gegner bekommen. Pacers sind derzeit auch eher sehr in der Lottery verankert, aber ein deutlicher Sieg gegen die Hawks. Das lässt sich sehen und die Heat sind dieses Jahr voll da. Kommen wir aber jetzt zu den Quoten zu diesem Spiel. Wir haben eine 2,4 auf den Sieg der Raptors, eine 1,66 auf den Favoriten, die Nets und über, unter, da muss ich mal hier jetzt hin, da, Entschuldigung, schauen wir wieder hier in die Kamera. Die Line bei 208, wir sehen, wir haben hier zwei sehr potente Teams. Beide müssen, oder was heißt beide, das Spiel ist natürlich am frühen Nachmittag in der NBA, spricht ein bisschen gegen High-Scoring-Games, aber die Raptors mit VanVleet, mit Anunoby, der jetzt sehr, sehr gut in der Offensive funzt, eigentlich ein potentes Offensivteam, Brooklyn Nets sowieso. Hier würde ich definitiv über 210 Punkte geben. Das ist eine gute Zweierquote, also oder über 208,5 Punkte. Da fühle ich mich eigentlich sehr wohl. Beim Asian Handicap traue ich den Raptors nicht so viel zu. Ich meine, sie sind ja auch nicht Favorit logischerweise mit der Außenseiterquote, aber sie haben jetzt gegen die Cavaliers verloren und auch davor die Spiele, die sie gewonnen haben, haben wir gerade von den Ergebnissen her gesehen, relativ knapp und Brooklyn mit Harden und Durant, ich glaube, dass die jetzt erstmal viele Spiele gewinnen werden und deshalb finde ich hier eine minus 3,5 und das Over 208,5 sehr, sehr spannend und werde das mal so im Hinterkopf haben und auch wahrscheinlich anspielen. Bei New York Knicks gegen Cleveland Cavaliers haben wir es gerade schon gehabt. Die Cavs mit überraschend positiven Ergebnissen. Schauen wir uns die auch mal im Genaueren an. New York auch kann sich eigentlich nicht vom Saisonstart beschweren. Wir sehen hier die Cavs 3 Siege in Folge. Das gegen Hornets, Trailblazers und Raptors. Alles relativ knappe Spiele, also das könnte schon einen guten Selbstvertrauensschub geben. Aber New York mit einem 113-98 Sieg gegen den amtierenden Meister, die Bucks, auch auf Kurs. Und jetzt hatten sie mal 2 Tage Pause. Davor haben sie ja hier in 4 Tagen 3 Spiele gehabt. Da gab es auch 2 Niederlagen. Cleveland, also da brauchen wir jetzt die nicht stärker reden, als sie sind. Kevin Love fällt aus, Markkanen fällt auch aus. Ist ja bei Markkanen ist ja erst jetzt zu diesem Jahr als Free Agent neu dazugekommen. Und von daher schauen wir uns auch hier einmal die Handicaps an. Mit einer 1-3-3 ist New York für mich ein bisschen overrated, also ein bisschen zu hoher Favorit. Die 210er-Linie finde ich bei diesem Spiel nicht interessant, denn beide können Verteidigung und beide können Offensive, da ist mir zu gefährlich. Knicks minus 7 finde ich auch nicht gut, da würde ich eher auf die Cavaliers plus 7 gehen, beziehungsweise da ich die Cavaliers eigentlich hier keine Siegchancen einräume und auch mich nicht wundern würde, wenn es kein knappes Spiel ist, ist für mich die Handicaps nicht so interessant und minus 7 auf nichts, dafür sind sie mir insgesamt auch nicht so gut, auch wenn natürlich Julius Randle wirklich geile Saison wieder spielt, 22 Punkte, 11 Rebounds, 6 Assists, das sind schon wieder All-Star-Stats. Aber wir haben jetzt einfach mal im Kopf New York Knicks, eine 1,33-Quote. Vielleicht lässt sie sich ja mit irgendwas kombinieren, dass man noch so auf eine 1,8, 1,9, 2,0 kommt, denn das sind immer so die Quoten, wo ich mich gerne im Basketball bewege, zwischen 1,6 Worst-Case-Szenario und mehr als 2,1, 2,2 spiele ich dann in die andere Richtung auch nur ganz selten. Die Orlando Magic, Trash pur, alle möglichen Leute verletzt, auf Utah Jazz Seite auch Verletzungssorgen, aber wir haben es vorhin gesehen, sie sind schon wieder auf 2. Donovan Mitchell mit über 25 Punkten und 5 Assists spielt sehr, sehr stark. Knappe Niederlage gegen die Heat kann den Besten passieren, aber auf der anderen Seite die Magic verlieren halt irgendwie gegen alles. Hier einmal gegen die Timberwolves gewonnen, aber sonst ist es nichts. Daheim haben sie auch bisher noch kein Spiel gewonnen. Und die brauchen wir jetzt auch nicht künstlich irgendwie hochreden. Auch hier müssen wir mal schauen, welche Quoten wir haben. Wir hatten die 1-2-2 auf den einfachen Sieg, über unter 210. Da ist es schon wieder so, sehe ich eher dadurch, dass Utah auswärts spielt, ein Unter im Bereich des Möglichen, würde aber da nicht setzen. Aber die Tendenz geht eher dahin und die Jazz minus 10 ist mir zu gefährlich, weil auswärts
deshalb finden wir hier auch keine interessante Wette. Auch hier könnte man mal abspeichern, wenn du jetzt Knicks und Jazz so eine ganz langweilige Kombi machst, dann ja, kommt doch da auch schon mal was raus und wer weiß, vielleicht haben wir noch einen oder anderen Favoriten. Die Indiana Pacers haben sich natürlich den Start mit Rick Carlisle als Coach anders vorgestellt. Die Kings sind jedes Jahr eigentlich mal auf einem ganz guten Run, dann geht es wieder bergab und am Ende sind sie wieder irgendwo zwischen Platz 11 und 13. Anders sehe ich es dieses Jahr auch nicht. Die Quotenverteidigung hier relativ knapp, ist auch aus meiner Sicht gerechtfertigt. Wir haben hier ein erwartetes Highscoring-Game. 222 Punkte ist die Line. Uninteressant für mich zumindest und die Asian Handicaps sind dementsprechend nah beisammen. Die Kings haben wir letzte Woche gegen die Dallas Mavs sehr, sehr schwach gesehen. Auf der anderen Seite haben sie jetzt einen ganz guten Lauf, auch mit zwei Siegen in Folge. Wahnsinnig hohe Punkteausbeute, während die Pacers aber gegen New York und Spurs auch gut gescored haben. Dementsprechend auch die Line. Gab es einen kleinen Dämpfer gegen die Trailblazers. Hier würde ich tatsächlich die Pacers bevorzugen und wir schauen nochmal ganz kurz auf die Asian Handicaps. Eine plus 2,5 gibt es für eine 1,8. Da würde ich, wenn man die Möglichkeit hat, bei einem Buchmacher vielleicht sogar noch ein, zwei Quotenabzüge in Kauf nehmen und lieber eine plus 3,5 spielen. Und dann hat man noch eine etwas knappere Niederlage im Kasten, weil ich erwarte hier wirklich, dass das Spiel erst in den letzten zwei, drei Minuten entschieden wird und dann kann es halt ganz schnell in beide Richtungen gehen. Also Pacers plus 3,5, relativ spannend. Wizards gegen die Bucks. Also die Wizards haben ja wirklich geschafft, aus Russell Westbrook das Allerbeste zu machen. Nicht nur, dass er da mal kurz gespielt hat, sondern er hat dafür gesorgt, dass diese Wizards ein wirklich großes Team sind. Also ein breit aufgestelltes Team mit Bradley Beal, ein Superstar, haben, der sich sehr zurücknehmen kann. Das ist positiv. Sie haben jetzt Kyle Kuzma, der sich entwickeln kann, der nicht mehr so im Fokus steht wie in L.A., aber wirklich ein guter Teamplayer geworden zu sein scheint, zumindest was ich da gesehen habe. Von denen habe ich mir tatsächlich schon zwei, drei Spiele angeschaut. Und Montrezl Harrell, natürlich cool. Hachimura, Bertans, wenn Hachimura denn überhaupt spielt, auch nochmal relativ spannend. Also sie haben schon den einen oder anderen Spieler, der mir gefällt. Wenn auf der anderen Seite die Milwaukee Bucks weiterhin auf Middleton wegen Corona verzichten müssen, Jrue Holiday ist auch noch nicht so richtig dabei, Brook Lopez sowieso nicht. Also dementsprechend, der Meister hat andere Sorgen als die Regular Season. Die werden ja in den Playoffs, können aber auch nicht drüber reden. Antetokounmpo spielt auch wieder überragend von den Stats. Aber ich glaube, das wird mindestens bis zum Dezember dauern, bis wir die Bucks auf einem soliden Niveau sehen werden. Über 220 Punkte ist hier meine bevorzugte Tendenz, weil beide sind einfach mal High-Scoring-Teams und die sehe ich beide in der Range um 110 bis 120 Punkte. Also definitiv hier ein Over und beim Asian Handicap würde ich, jetzt muss ich nochmal schauen, Wizards spielen heim, definitiv auf Washington gehen. Ich würde die sogar mindestens als gleichwertig von der Quote bezeichnen. Also ich sehe eher so eine 1,95 auf beiden Seiten und von daher, also ein 50-50-Spiel auf gut Deutsch gesagt. Und deshalb würde ich bei Wizards plus 3,5 ohne Bauchschmerzen draufgehen und dann schauen wir mal, was passiert. Heute früh mir die Zusammenfassung der Spiele angeschaut von gestern Nacht und dann kam auf NBA TV, gibt es heute das Spiel Oklahoma City Thunder gegen San Antonio Spurs and you don't wanna miss this one. Also man will dieses Spiel auf keinen Fall verpassen. Und ich habe mich gefragt, warum. Also beide sind ja wirklich Müll. Spurs, sehr schade, war lange, ich glaube zwei Jahrzehnte oder sogar noch länger, die erfolgreichste Franchise im US-Sport, und zwar sportübergreifend, also nicht nur auf Basketball bezogen, sondern auch auf die anderen US-Sportarten. Immer die Playoffs geschafft, viele Meisterschaften geholt und sehr, sehr solide gewirtschaftet, aber jetzt haben sie einfach nicht mehr das Team, was sie früher mal waren. Und Oklahoma City Thunder, die haben mit SGA Shai Gilgeous Alexander oder wie man ihn jetzt ausspricht, natürlich einen wirklich guten jungen Spieler, haben gerade auch die Lakers in einem knappen Spiel besiegt, aber die werden trotzdem nichtsdestotrotz da irgendwo in den letzten drei Plätzen mitspielen und leider
traue ich den Spurs auch nicht viel mehr zu. Wir sehen, zwei der letzten fünf Siege waren, oder besser gesagt, zwei Siege aus den letzten fünf Spielen, und die waren ausgerechnet beide gegen die Lakers, die auch noch ein bisschen brauchen, bis sie da reinkommen. Die Quoten, uninteressant. Wir schauen uns nur das unter an. 210 die Linie. Nee. Gehen wir gleich lieber zu den Golden State Warriors, die gegen die Rockets spielen. Rockets ganz, ganz knapp am Sieg vorbeigeschrammt gegen die Denver Nuggets. Unser Daniel Theis hätte sogar vielleicht einen Buzzerbeater treffen können, aber Eric Gordon und ein anderer Kollege haben es selber versucht mit Zug zum Korb, und Jokic hat den anderen Houston Rockets Spieler dann geblockt, während Theis draußen gewartet hat, dem freien Dreier gehabt hätte. Schade, wäre cool gewesen. Daniel Theis, sowieso ein richtig guter deutscher NBA-Spieler, der jedem Team, glaube ich, so seine 15 bis 20 Minuten geben kann. Aber jetzt ist er halt bei Houston, was schade ist. Davor war er bei Boston recht lange und wurde dann nach Chicago getradet, und da hätte ich ihn auch gut gesehen. Jetzt ist er leider bei Houston gelandet. Immerhin darf er da 24 Minuten spielen, macht 9 Punkte, 5 Rebounds. Also eine ganz gute Geschichte, und die Warriors natürlich mit einem überragenden Saisonstart. Diese 1-12, kein Value. Hier würde ich tatsächlich aus Prinzip schon auf Houston plus 12,5 gehen, einfach weil ich nicht glaube, dass die Warriors, selbst wenn sie eine hohe Führung dann haben, hinten raus Vollgas geben werden. Oder sie fangen erst hinten raus zum Basketballspielen an, sieht man auch häufiger in der NBA. Und da hat dann die Houston-Mannschaft das hoffentlich ausgenutzt und bringt diesen 12,5 Handicap rein. Hier eine 1,5er-Quote, Clippers-Heimsieg. Ich glaube, wenn man das entweder mit Jazz oder mit Knicks kombiniert, dann haben wir eigentlich drei Favoritenteams, die aus meiner Sicht relativ sicher gewinnen sollten, auch wenn wir auch hier die Hornets nicht unterschätzen wollen, sind ja auch momentan auf einem ganz guten Trip. Ne? Sind hier die letzten Spiele, sehen wir hier oben, habe ich ein bisschen geflunkert, also die letzten drei Spiele haben sie verloren, aber insgesamt in der Tabelle, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Spicken wir nochmal kurz. Na, 5 Siege, 5 Niederlage. Nicht verkehrt für Charlotte auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, Clippers werden das Spiel gewinnen. 3 Siege in Folge und hier eine 1,5er-Quote. Why not? Der Rest interessiert mich in diesem Fall in dem Spiel nicht. Das bedeutet, wir sind auch schon wieder am Ende angekommen. Hier nochmal der Überblick der Spiele. Wir haben die Raptors gegen die Nets. Hier favorisiere ich dann doch die Toronto Raptors mit einem Over in den Punkten, ich glaube minus 3,5 war die Line. Bei New York gegen Cleveland gehen wir auf den einfachen Sieg der Knicks und wir kombinieren das mit dem Sieg der Clippers. Haben dann, glaube ich, eine ganz gute Zweierquote. Wer will und sich noch ein bisschen mehr Risiko reinhauen möchte, könnte noch den Sieg der Jazz dazu nehmen. Kings Pacers sehe ich kleine Vorteile auf die Pacers, möchte mir aber eine potenzielle knappe Niederlage absichern mit den Pacers plus 3,5. Bei den Wizards nehmen wir Over und das Asian Handicap auf die Wizards waren 4,5, und dann sind wir eigentlich mit den Tipps durch. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Sonntag, genießt die Zeit, schaut euch Basketball an, wunderbarer Sport, NBA die beste Liga, und dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Oddspedia, the Sports Betting Community.